Wow! Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben mit diesen hellen Leuchtdingern. Wow! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory. Im Update 5 mit dem Fix Miss Special sind wir jetzt ja durch, meine lieben Freunde. Jetzt ist das Silvester Special am Start. Wir haben beim letzten Mal eine Feuerwerkskörperfabrik aufgebaut. Und ich habe da drüben mal offscreen ein neues Gebäude hingestellt, während im Hintergrund hier die Feuerwerkskörper produziert worden sind. Und jetzt haben wir hier ja, so einige Stacks an Feuerwerkskörpern am Start, meine lieben Freunde. Und das ist ziemlich cool, weil ihr seht vielleicht, was ich hier gerade mache. Ich habe hier ordentlich Liebe zu verteilen. Meine kleinen Scud-Raketen, die da produziert wurden, ja, die verteile ich jetzt mal hier in der Stadt. Ich habe schon eine ziemlich große Menge verteilt. Ich glaube, über 200 Raketen habe ich jetzt schon platziert mittlerweile. Ich habe quasi drei Stacks Raketen. Das sind 1500 Raketen habe ich dabei. Und die bin ich gerade hier in einer wunderschönen Formation am Verteilen. Und an der Stelle, während ich das hier mache, und ich darf, habe ich schon festgestellt, die rechte Maustaste nicht drücken. Weil wenn ich das mache, da wurde mir das schon gesagt, dann zündet das. Und dann muss ich schnell nach oben gucken, damit wir das wenigstens dann noch sehen können. Weil es nutzt nichts zu speichern. Das wurde mir zumindest so gesagt. Es nutzt nichts zu speichern. Weil die Raketen, wenn man die platziert, werden die nicht gespeichert vom Spiel. Das heißt, alles, was ich hier jetzt platziere an Raketen, wenn ich laden muss, wenn ich einen Fehler mache oder so, das wird dann zurückgesetzt quasi. Stellt euch das mal vor. Das heißt, wenn ich jetzt hier verkacke, wenn ich jetzt hier aus Versehen die rechte Maustaste drücke, dann war's das. Wir haben jetzt gerade 22.15 Uhr am Silvesterabend, meine lieben Freunde. Mein Plan ist es, das Feuerwerk zu zünden, wenn das neue Jahr anbricht. Vielleicht müssen wir ein bisschen cheaten, ja, wir wollen ja das Feuerwerk auch nachts sehen, also in Saat des Nachts. Ich weiß jetzt nicht, ob das Timing so klappt, dass wir, wenn 0 Uhr ist, hier auch wirklich dann nachts zu der Zeit haben, wo wir Nacht in Saates haben, wenn ihr versteht. Das müssen wir mal schauen, ob das so ist. Aber warte, ich wollte die Drohnen noch ausstatten, genau. Jawohl, die haben wir erwischt. Nein! Da ist sie weggeflogen noch. Tolle Wurst. Die da hinten habe ich schon beworfen. Hier sind auch noch andere, die regelmäßig starten und landen. Warte mal. Dahin, also ihr hört es im Hintergrund vielleicht auch. Es knallt und kracht ordentlich. Die Böller werden nicht nur hier im Spiel gerade verteilt, sondern die sind auch da draußen vor den Toren, sind sie am Start. So, jetzt will ich mal gucken. Ist gerade keine Drohne am Start. Ich hatte gehofft, dass hier welche. Ich habe auch schon so überlegt, einfach noch auf ein paar Zügen noch ein paar Feuerwerkskörper zu platzieren. Genau, wir versuchen gerade nämlich so ein bisschen, also zumindest so eine leichte, ja, wie sagt man, so eine Choreografie so ein bisschen hinzukriegen. Also ich habe das versucht, so ein bisschen in der Stadt random zu verteilen. Wir gucken uns das Ganze dann von da hinten aus an. Von da, damit wir die Stadt möglichst gut überblicken können. Und dann ist der Plan halt möglichst, also erstmal so ein paar Random-Anteile zu haben vom Feuerwerk, die sich so random verteilen, aber dann zwischendrin auch welche, die so ein bisschen geplanter und koordinierter sich verhalten. Also die so ein bisschen an bestimmten Wegen entlang zünden oder bei bestimmten Gebäuden, ja, so die Gebäude betonen. Das ist so ein bisschen der Plan gerade, ja. Das versuche ich gerade so ein bisschen choreografietechnisch, versuche ich das gerade so ein bisschen hinzukriegen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Genau, hier zum Beispiel dieses Gebäude kann man auch ausstatten nochmal. So. So. Ich bin auch so ein bisschen am Überlegen, ob es gut aussieht, wenn die so nah zusammen sind. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Genau, ich bin schon wieder abgeschwiffen. Ich wollte die Gelegenheit mal nutzen, um mich wahnsinnig krass bei euch zu bedanken für ein unglaublich krass erfolgreiches Jahr 2021. Jetzt, ich bin ja 22 gesagt. Für ein unglaublich erfolgreiches Jahr 2021. Und natürlich wünsche ich euch, also wenn ihr noch nicht gerutscht seid, wenn ihr auf YouTube das schaut, seid ihr schon gerutscht. Wenn ihr jetzt im Stream zuschaut, seid ihr noch nicht gerutscht. Das ist so das Ding. Das heißt,
Genau. Ich sag euch aber trotzdem erst frohes neues Jahr, wenn wir das gezündet haben und wenn es soweit ist, sonst ist das irgendwie ein bisschen komisch. Also sonst passt das vorne und hinten irgendwie nicht. Genau. Aber vielen lieben Dank für ein wahnsinnig erfolgreiches Jahr 2021. Ich bin echt wahnsinnig krass überwältigt davon, dass 2021 für mich sogar noch ein bisschen krasser war, was so ja, die ganzen Landmarks und so anging, so YouTube und Twitch, als 2020, was ja auch schon genial gewesen ist. Das muss man ja auch mal sagen, aber das Jahr war irgendwie gefühlt noch mal eine Ecke krasser. Ah ja, es wurde gerade noch gesagt, ich soll auf dem Rochen noch Feuerwerk platzieren. Das ist natürlich eine gute Idee. Auf den Zügen Feuerwerke zu platzieren, ist natürlich auch eine schlaue Idee, aber dann muss man natürlich auch den Zug treffen, nicht wahr, Herr Spielwehr? Machen wir das mal so. Immer schön den Zug ausstatten mit Feuerwerk. Wie ist denn das eigentlich, wenn der Container weggehoben wird vom Waggon? Wo bleibt denn dann eigentlich das Feuerwerksdings? Mal gucken. Ist das dann noch dran? Ist das dann noch an der Stelle? Ja, okay, das bleibt da. Alles klar. Warte, dann hau ich da jetzt einfach noch Raketen dran. Weil der Zug schleift die Raketen nämlich mit. Jedes Tier, was man mit einer Rakete ausstattet, schleift die Raketen übrigens auch mit. Ist auch ganz witzig eigentlich. Genau. Immer mal, wie ihr sagt, hier so ein paar Random-Raketen platzieren. Genau, was wollte ich jetzt noch? Was habe ich jetzt gesagt? Was wollte ich jetzt noch ausstatten? Irgendwas wollte ich jetzt noch ausstatten. Ach ja, genau, den Rochen, genau. Dann lasst uns mal schnell versuchen, auf den Rochen zu kommen. Dann, also ich weiß gar nicht, wie das ist beim Rochen. Der fliegt ja genau wie so ein Zug, bewegt ja sich ja über die Map. Und dann werden die Raketen ja nacheinander auf ihm gezündet. So, das heißt, je mehr Raketen wir auf ihm platzieren, desto mehr Raketen werden auf dem Rochen gezündet. Bin ich mal jetzt spannend. Also die müssten dann so wie so ein Schweif hinter ihm hergezogen werden eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht. Ach ja, genau, dieses Gebäude hier haben wir ja auch noch gar nicht ausgestattet. Ich vergaß. Warte mal, wir können doch hier außen auf der Treppe einfach die platzieren und einfach das nach oben hochspiralisieren. Das sieht doch bestimmt richtig geil aus. Wenn wir von hier anfangen, guck mal, jetzt wechseln wir mal kurz hier die Sorte wieder. Genau. Was ist eigentlich, wenn ich sterbe? Wenn ich jetzt sterbe, wenn ich alle platziert habe, sind die dann noch da? Kann ich die dann noch zünden oder sind die dann weg? Ich weiß das gar nicht, wie das ist. Hat das mal jemand ausprobiert? Weil ich glaube nicht, wenn es nicht gespeichert wird, wenn ich die platziert habe. Ich mache mir nämlich gerade so ein bisschen Sorgen, was alles schief gehen kann. Was alles dazu führt, dass man dieses geniale Feuerwerk, was ich jetzt gerade platziere, nicht sehen wird. Da bin ich gerade so ein bisschen, mache ich mir gerade so ein bisschen Sorgen. Probier's doch mal. Ich will es ja gerade eben nicht ausprobieren müssen, wenn es sich nicht irgendwie vermeiden lässt. Wenn sich das nicht irgendwie vermeiden lässt, würde ich das nur ungern ausprobieren. So, genau, warte, dann machen wir das jetzt so und legen jetzt hier oben am Rand nochmal welche. Und fangen hier an, genau, weil dann spiralisiert sich das, glaube ich, so nach oben, das Feuerwerk. Das ist doch, glaube ich, auch eine ganz coole Sache. Und dann geht das hier so am Rand lang. Mal schauen. Ja, wie gesagt, ich versuche das gerade so ein bisschen zu choreografieren. Ich will den PC rauchen sehen. Ja, wahrscheinlich explodiert mein PC am Ende des Tages. Ich habe die Draw Distance auch nochmal erhöht. Deutlich erhöht tatsächlich im Vergleich zu sonst. Müssen wir mal gucken, ob das klappt mit der Draw Distance. Bin mal gespannt. Manchmal will er das auch nicht machen. Ich habe ja immer noch dieses Klick-Problem irgendwie. Oh, ein Autosave. Schnell noch eine werfen, aber es ist eh egal, wird eh nicht gespeichert. Zumindest laut den Informationen aus dem Chat. Ja genau, ihr seht vielleicht dieses Gebäude da, was da steht, das neue. Das habe ich mal versucht nachzuempfinden an dem Gebäude aus Infraspace, was ich so cool fand. Es ist ein bisschen zu niedrig noch, aber so vom Design her ist es ziemlich nah dran eigentlich. Fehlt noch die Kugel in der Mitte und wie gesagt, es müsste etwas höher sein noch. Ich werde es wahrscheinlich auch noch eine Idee höher bauen. Wobei es passt sich von der Höhe her eigentlich schon ganz gut so da rein, finde ich. Dein PC hebt einfach ab und macht am Himmel ein sartes Logo. Ja, wahrscheinlich passiert genau das. So, jetzt muss ich immer, wie gesagt, aufpassen, dass ich nicht aus Versehen die rechte Maustaste drücke. Ich setze jetzt hier oben nochmal ein paar Raketen hin.
Ja, und dann, wie gesagt, noch auf ein paar Züge. Tiere, wie gesagt, kann man auch ausstatten. Also ich probiere jetzt mal alles Mögliche. Und das große Finale soll tatsächlich der Stark Tower sein dann. Also das soll das große Finale sein. Oh, da ist ja eine Kiste da vorne, Mensch. Das große Finale, Grande Finale, de Feuerwerk. Da soll dann einmal alles nochmal explodieren, so ein bisschen. So mehrfach auch, idealerweise. Und jetzt nicht rechts drücken. Nee, auf gar keinen Fall. Das Letzte, was mir jetzt in den Sinn kommt, ist rechts zu drücken. Ohne Witz, ihr seht da vielleicht auch schon die Raketen, die wir da platziert haben, auf der Gigafactory und so. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache. So, jetzt schmeiße ich hier einfach wieder ein paar Raketen hin. So. Zuzutrauen wäre es ja. Ja, ich weiß. Ich traue mir das auch zu. Vor allem, ich traue mir dann auch zu, dass kurz bevor ich das ganze Ding zünde, dann der Rechner abstürzt. Ja, meine Highlights des Jahres waren ja auch auf jeden Fall, ich kann ja mal kurz versuchen, während ich das hier alles platziere, mal die Highlights des Jahres Paroli laufen zu lassen, nicht wahr? Meine Highlights des Jahres waren ja auf jeden Fall die Sardis-Updates. Also gerade auch das Gestaltungs-Update. Ich habe neulich wieder einen gehabt, der meinte, ja, das Update 5 wäre voll lame, weil da ja keine neuen Rezepte reingekommen sind und keine neuen Produktionsabläufe und so. Und ich denke mir so, ey Junge, jammern auf hohem Niveau. Ey, wirklich, huch, jammern auf hohem Niveau. Weil es ist ja auch jetzt nicht so, dass in den Updates davor, die davor kamen, nicht irgendwie zig neue Sachen reingekommen sind. Auch so neue Rezepte, neue Produktionslinien, neue Gebäude und alles Mögliche. Und dass da, also, ne, die Updates, die davor kamen, waren halt einfach keine Gestaltungsupdates. Also es ist das erste Mal eigentlich, dass ein Gestaltungsupdate kam, wo wirklich nur das im Vordergrund steht. Und auch so bautechnische Updates mit Quality of Life beim Bauen und so. Und das ist nun mal mit einer der größten Stärken bei Sardis. Und deswegen ist das für mich auch eindeutig eins der Highlights des Jahres gewesen. Weil alleine die Tatsache, dass man jetzt einfach den Stark Tower in Sardis bauen kann und der sogar wirklich so aussieht wie der Stark Tower, allein deswegen ist dieses Update einfach mega geil. Und ja, wie gesagt, okay, es ist halt nichts für Leute, die nicht bauen. Für die ist das natürlich nichts. Ja, das ist richtig. Aber die Updates davor, die vier, die da kamen, die waren halt was genau für die Leute, ne? Das muss man auch mal berücksichtigen. Jetzt sind halt mal die Leute dran gewesen, die gerne bauen. Deswegen feiere ich dieses Update. Das ist eins meiner Highlights des Jahres. Definitiv. Und Sardis ist natürlich auch wieder eins meiner absoluten Highlights des Jahres. Dieses Spiel ist einfach das Paradebeispiel für mich, was geilen Early Access angeht. LOL! LOL! Spaß mit Feuerwerk. Das dreht sich ja mit dem Mixer, lol. Das ist ja genial. Das ist ja witzig. Ja, warte mal. Dann setze ich da jetzt gleich noch mehr Raketen. Das ist ja mega. Das ist ja genial. Okay, das war jetzt nebeneinander. Das ist eine Timing-Frage. Das habe ich ja noch nicht gesehen. Bär, übertreib es nicht. Das mit den Tieren solltest du nicht jetzt probieren. Ach so, ja, stimmt. Ich wollte ja auch noch den Rochen ausstatten. Moment, das haben wir jetzt ganz vergessen. Deswegen bin ich ja eigentlich da hinten hoch. Also, wie viele haben wir denn jetzt platziert? Irgendwer meinte, bei 1500 Raketen wird es schon schwierig mit Stabilität irgendwie. Keine Ahnung. Aber so viele haben wir noch lange nicht platziert. Also wir haben ja 3 Stacks dabei gehabt. Bei so vielen bin ich noch lange nicht. Was passiert denn, wenn du eine aufs Förderband wirfst? Wird die dann mitgenommen? Ja, müssen wir erst mal gucken. Haben wir hier ein Förderband, das nicht hängt? Also ist ja egal, oder? Warte mal. Nee, das Förderband zählt nicht als Objekt. Aber beim Zug wird sie mitgenommen, bei Tieren wird sie mitgenommen. Ich glaube, beim Rochen wird sie auch mitgenommen. Witzigerweise, beim Mixer wird sie mitgedreht, das hätte ich nicht gedacht. Hier, warte mal, hier setzen wir mal noch welche auf den Zug. Aber da müssen wir mal gucken, bei den Zügen, die können ja auch außerhalb des Bildes fahren. Und dann sind die vielleicht gar nicht im Bild, wenn das dann gezündet wird. Das ist halt, wäre dann halt doof. Aber man kann es ja einfach mal auf gut Glück einfach mal setzen, ne? Vielleicht sind sie ja dann doch im Bild. Vielleicht fahren sie ja zufällig gerade durch die Stadt.
Weiß man ja nicht. So, jetzt gehe ich mal. Jetzt versuche ich mal auf dem Rochen zu gehen. Jetzt muss ich aufpassen, wenn ich das mache. Ich darf jetzt nicht. Oder anders gesagt, der fliegt ja hier durch. So. Ich muss jetzt mein Jetpack anziehen, warte. Hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler, ey. Ich habe so Angst, dass ich die falsche Taste drücke, ey. Ich mache mal lieber alles nur wirklich mit der linken Maustaste. Ich habe so Angst, dass ich aus Versehen eine Taste drücke. Wo ist denn der Rochen gerade? Sieht man den gerade? Was ist denn der? Sie sehen ihn da hinten gerade nicht. Dann ist er vielleicht gerade. Hat er vielleicht gerade schon einen guten Bogen hinter sich. Schauen wir mal. Ich warte einfach hier auf den Kisten. Der fliegt ja durch die Kisten durch, glaube ich. Jawohl, nice. Ich wusste doch, dass es irgendwann mal einen Sinn hat, diese Kisten, die in der Luft schweben, nicht zu entfernen. Der absolute Wahnsinn. Ja, weißt du was? Wenn ich hier schon stehe, kann ich auch gleich mal hier schön verteilen. Da hilft nur Kondensation. Genau, und wenn ihr das hier feiert, dass wir uns hart kondensieren im Silvester-Special, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Sartes-Playlist rein. Die ist immer rechts oben in der Ecke verlinkt. Oder am Ende. Und natürlich könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, was so eure Highlights 2021 gewesen sind. Also bei Spielen, wie gesagt, natürlich Sartes. Und dann natürlich auch, ja, Timberborn war auf jeden Fall eine große Überraschung. Aber am Anfang des Jahres ging es direkt auch geil los mit hier Dyson Sphere Programm. Das war auch mega cool. Das hat richtig Spaß gemacht, weil das auch völlig unerwartet kam. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass das so gut war. Und ja, also das sind so meine zwei Spiele-Highlights eigentlich des Jahres, die jetzt so spontan herausstechen, würde ich sagen. Jetzt hast du nicht mehr lange. Ja, wir sind aber jetzt schon, also jetzt 23.30 Uhr Grad und wir sind schon ganz gut weit gekommen eigentlich mit der Platzierung. Da ist er. Sehr gut, so, warte. Wie ist denn das, wenn ich... Hä, ist die durchgefallen? Warte mal, ist die gerade durchgefallen durch ihn? Die ist durchgefallen, glaube ich. Die bleibt gar nicht stecken. Okay, dann kann man auf dem Rochen leider keine platzieren. Aber ist egal, ich schmeiß einfach trotzdem in seiner Flugbahn Raketen. Ist ja Wurst. Ich schmeiß sie dann halt nicht auf ihn, aber sie bleiben ja unten wahrscheinlich dann stecken. Nicht schlecht. Machen wir das einfach so. Ist doch eine gute Idee. Dann haben wir die Rochenflugbahn auch abgedeckt. Die müssten ja unten eigentlich liegen bleiben, hoffe ich. Vielleicht auch mal wieder eine andere Sorte nehmen. Wir können ja... Ja, Schneebälle nicht. Nee, Schneebälle bringen nichts. Mit G kann ich übrigens durchschalten, für alle, die sich fragen. Machen wir mal so. Nehmen wir mal die mit 400. Da haben wir jetzt so viele. Genau. So. Schön schmeißen. Woher bekommt man die Sachen, die man für die Raketen braucht, wird gerade gefragt. Na, aus dem Fix-Me-Special-Zeug. Die Weihnachtsbäume produzieren Geschenke und dann kannst du die Geschenke weiterverarbeiten in Konstruktoren, Manufaktoren und so. Zu den Grundstoffen, die du brauchst für... Oh, jetzt muss ich hier, glaube ich, aufpassen. Muss ich einmal abheben jetzt. Zu den Grundstoffen, die du brauchst für... Oh, oh, nein, 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 das war schlecht. Nein. Scheiße, ich komme nicht hinterher. Warte, ich kann ihn vielleicht noch einholen, wenn ich jetzt hier rüberfliege. Der fliegt ja hier jetzt gleich einen Bogen. Der kommt ja hier gleich zurück. Oder? Da müsste hier eigentlich gleich eine Kurve machen. Ja, fliegt ein bisschen nach rechts. Komm! Nein, warum? Scheiße. Ach, egal. Ich laufe einfach die Strecke ab, die er fliegt. Komm. Genau, warte. Wir machen das jetzt hier so. War, auf dem Zug, schnell. Ach, der hat schon welche. Der hat schon welche, egal. Immer ruf da. So, wir machen jetzt hier noch. Hier macht man jetzt noch Raketen. Genau, dann bewegen wir uns auf den Stark Tower zu. Du musst die Renderreichweite. Du musst in Renderreichweite sein, um den Effekt zu sehen. Ja, ich habe die Renderreichweite ja auf Maximum gestellt, eigentlich.
Also ich habe die auf Ultra gestellt. Deswegen ist es vielleicht auch nicht ganz so performant. Gerade. Auf die Brücke. Ja, die Brücke ist, glaube ich, wirklich zu weit weg. Ich glaube, wir können froh sein, wenn wir den Stark Tower so ausstatten können, dass man das noch sehen kann von der Seite da hinten. Ja, das ist natürlich richtig, was gerade gesagt wurde mit der Render Distance. Wir haben das auch schon ausprobiert. Also man kann auf jeden Fall, wenn man da hinten steht, müsste man den Großteil des Feuerwerks in der Stadt eigentlich noch sehen können. Normalerweise. Das hat man ausprobiert, das hat man ausgetestet. Auf den Potjomschen Stark Tower, was? Ja, genau. So. So. Ich bin mal gespannt. Also ich werde hier, wie gesagt, noch ein bisschen was verteilen jetzt. Davon könnt ihr mal ausgehen. So, beim Stark Tower, genau. Würde ich sagen, platzieren wir unten an der Basis welche. Einmal rum, mehrfach. Dann oben einmal rum mehrfach und dann im Zentrum nochmal einmal rum mehrfach. Das ist jetzt so mein Plan eigentlich. Weil die Raketen starten ja immer gleich hoch. Und abhängig davon, wie weit oben man die platziert, fliegen die natürlich dann entsprechend höher. So. Dann machen wir das jetzt so. Mal schauen, wie ich das jetzt hinkriege. Ach ja, jetzt rächt sich die Tatsache, dass der Stark Tower ja gar nicht vollständig ist hinten. Ja, Gott, ja, ich habe es auch nicht geschafft. Was soll ich machen? Zu viel zu tun. Dann tun wir jetzt einfach so, als wäre hinten einfach... Fangen wir jetzt einfach hier hinten auf der Seite wieder hier am Ende an. Pass auf, dann kommt er an und hat keine Raketen für den Stark Tower und Khalifa. Der Khalifa, der wird eh nicht ausgestattet. Das zählt mal eh nicht von hier. Wir kriegen ja auch nicht alles ins Bild. Das ist ja das Ding. Wir kriegen ja nicht alles ins Bild. Also alleine schon den Khalifa kriegen wir ja auch nicht ins Bild. Und der ist auch viel zu weit weg, davon mal abgesehen. Das ist wahrscheinlich, da draußen hört er, ja, da wird schon warm geschossen. Da geht schon ab. Nicht schlecht, so, da machen wir jetzt so. Genau, jetzt fliege ich einfach hoch. Wie hier immer noch die Stromleitungen sind. Die wollte ich auch schon längst mal abgenommen haben, eigentlich. Wie die Potjomtschken-Dörfer, nur Fassade. Ach so. So ist es gemeint. Ich denke mal an Westernstädte dabei. In die Richtung, in die der Turm fallen soll, musst du mehr Sprengstoff platzieren. Ja, stimmt eigentlich, ne? So, warte mal jetzt. Fangen wir mal hier. Warum, nimm mal wieder eine andere Rakete jetzt. Nicht immer dieselbe. Das sagte der Iron Man auch. So. Oh, war die, steht die schräg? Nee, es sieht nur so komisch aus. Ich verschwindet da so komisch drin. Ah, ich finde das so geil mit diesem Lichteffekt hier. Gut, dass wir hier die Schiene haben. Da ist das relativ einfach, das zu platzieren. Ah, das wird schon geil aussehen, ey. Ich hoffe, man sieht das auch wirklich von dem Punkt, wo wir uns hinstellen, ey. Das wäre schon cool. Das wäre schon mega geil, wenn man das sehen könnte. Noch eine Stunde. Und 22 Minuten. Nice. Ja, das kriegen wir hin, glaube ich. Die Frage ist, passiert vorher noch irgendein Unglück, was dazu führt, dass die Aufnahme nicht funktioniert? Oder dass irgendwas schief geht? So, jetzt machen wir hier nochmal... Wir machen noch eine Umrundung. Weil das wird ja zeitversetzt gezündet. Also das wird nacheinander, beziehungsweise werden die ja gezündet. In der Reihenfolge der Platzierung. Und wenn wir die jetzt hier platzieren, nacheinander, dann geht das halt zweimal dann rum. Wenn da nochmal eine daneben steht, dann an derselben Stelle. Dann geht das zweimal um den Tower rum und das ist eigentlich ganz cool. Würde ich sagen. So. Hoffentlich sieht man den Stark Tower, wie gesagt, von da... Wo ich mich hinstelle. Hoffentlich sieht man die Raketen dann auch. Das wäre halt mega ärgerlich, wenn man die nicht sehen könnte. Aber ich habe ja mehrere, ja, Choreografien aufgebaut, sage ich jetzt mal.
Das müsste ja eigentlich trotzdem passen. Also irgendwas müsste zu sehen sein an irgendeinem Punkt. So, genau, jetzt haben wir das. Warte mal, jetzt habe ich noch was anderes vor eigentlich. Irgendwie möchte ich gerne noch diese Pyramidenform vom Stark Tower als Feuerwerk haben. Und zwar von unten nach oben. Wenn wir einfach nochmal eine andere Sorte nehmen. Da bin ich mal jetzt gespannt, ne? Also ich platziere das jetzt einfach. Ich platziere das jetzt einfach mal hier an dieser Schräge und versuche einfach von der untersten Ecke nach oben zu gehen. Na gut, hier habe ich die unterste Ecke natürlich nicht getroffen. So. So. Sodass die so nach pyramidenmäßig so nach oben starten einfach. Also dass sie immer weiter höher geht einfach. Ja, ja, genau so habe ich mir das vorgestellt, genau. Schön versagt wieder. Nein, was macht er denn? Was macht er denn jetzt? Versagt er in einer Tour hier beim Werfen? Zu viel Punsch oder was? Sein Punschkonzert hier. Ein Hafenkonzert. Eine Harfe ist so ein Gartenzaun, wo man reingrapscht. So, genau, und dann da oben am besten noch eine. Genau. Hervorragend. So, das ist doch toll. Ah, jetzt bloß nicht sterben. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich sterbe. Mit den Raketen, die ich schon gesetzt habe. Ob die dann verschwinden, ob ich die dann noch zünden kann. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche auch die ganze Zeit möglichst nicht die rechte Maustaste zu berühren. Weil ich ein bisschen Angst habe, was passiert, wenn ich die rechte Maustaste drücke. Da ist eine Rakete hinten drauf, habt ihr das gesehen? Den hat man ja auch schon bestückt, oder? Ja, der ist gut bestückt da. That's what she said. Nice. Vielleicht nochmal hier hinten gucken, ob wir da noch einen Zug finden, der vielleicht auch noch bestückt werden kann. Vielleicht hier auch nochmal ein paar Raketen setzen einfach. Einfach mal so. Was mit den Zügen passt dann auch. Dass die dann auch gerade durch die Stadt fahren. Das wäre natürlich echt mega gut, wenn wir das hinkriegen würden, dass die Züge gerade in dem Moment alle auch durch die Stadt und alle auch in Bewegung sind, nicht irgendwie an irgendeinem Bahnhof stehen oder so. Einige haben schon gesagt, ja, lass doch Züge einfach rumfahren von A nach B. Ja, das wäre natürlich auch eine Idee. Aber im Bahnhof bleiben die halt immer einen Moment dann einfach stehen und halten an, ne? Wenn sie dann natürlich gerade im Bahnhof stehen, dann starten auch wieder alle Raketen an einer Stelle halt. Das ist halt so eine Sache. Ich bin mir schon ziemlich sicher. Am besten, du schneidest dir den Mittelfinger ab. Da müsste ich mir mehrere Finger abschneiden, damit das passt. Da reicht der Mittelfinger, glaube ich, nicht. Außerdem brauche ich den noch für andere Sachen. Für die Kommunikation in Berlin brauche ich den noch. Sonst kann ich nicht mehr kommunizieren. Das wäre schlecht. Dann verstehen die Leute mich nicht mehr, wenn ich keinen Mittelfinger mehr habe. Das ist ungünstig. Das ist maximal ungünstig. So, ich würde sagen, ich mache jetzt mal an der Stelle einen kleinen Cut. Ich platziere jetzt einfach noch, wo es mir noch einfällt, noch ein paar Raketen. Und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Jetzt ist der heiße Augenblick gleich gekommen. Die Sonne geht unter. Ich richte die Kammerrohr nochmal aus. Und ich, oh Gott. Ich wähle aus. Ich habe den Zündi in der Hand, den Super-Zündi. Ich habe jetzt alles aufgebaut. Ich zünde. Im Hintergrund hört ihr noch das Böllerfeuerwerk, was hier abgefackelt wird. In der Gegend vielleicht. Es ist der absolute Wahnsinn. Es hört sich ja an wie ja, weiß gar nicht, wie Armageddon. Wie Michael Bay in das Musical. Das ist Michael Bay, das Musical gerade. So, ich werde jetzt zünden. Werde ganz schnell auf die Tasse wechseln. Ja, sehr gut. Warte, ich will mal gucken. Nee, warte, ich zieh mal die Tasse dahin, wo die Waffe ist. Da muss ich nämlich nur so machen. Weil die Tasse nimmt nämlich so gut wie nichts vom Bild weg. Genau. Und wenn ich dann zünde, gehe ich schnell in den P-Modus, drücke die mittlere Maustaste. Ja, also erstmal rechte Maustaste, zünden, wechseln, P drücken. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, ey, das ist zu viel Multitasking. Okay, Achtung. Meine lieben Freunde, ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Ja! Epic! Ja!
Jawohl! Oh Gott, das ist so hell, man sieht den ganzen restlichen Teil ja gar nicht. Wow! Oh! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, jawohl! Juhu! Guckt euch das an, guckt euch das an! Feuerwerk! Willkommen im neuen Jahr! Gesundes neues Jahr! Wow! Jawohl! Der Wahnsinn! Juhu! Frohes Neues! Frohes Neues! Frohes Neues! Ja, da hinten! Yes! Wow! Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben mit diesen hellen Leuchtdingern. Wow! Wow! Yes! Krass! Ja, wo ging es jetzt weiter? Da ging es weiter, genau. Ist das schon der Stark Tower jetzt? Ich glaube, das ist schon der Stark Tower jetzt. Jawohl, okay. Wow. Yes, und nochmal in der Mitte. Der Wahnsinn. Ah, krass. Aber das Ding ist halt echt mega schwer, da was zu machen, weil du weißt halt nicht, wie weit es auseinander sein muss, damit es halt auf eine bestimmte Art und Weise aussieht oder so. Boah, aber es hat ganz schön lange gedauert. Jetzt waren, glaube ich, 2 Minuten jetzt tatsächlich. Und der Rechner hat's ausgehalten. Und ich habe, glaube ich, wir haben, glaube ich, alles gesehen. Also, ich meine, die Draw Distance hat gepasst. Frohes neues Jahr, meine lieben Freunde. Vielen Dank, dass ihr immer die Videos geschaut habt. Ja, dass ihr immer am Start wart. Und dass ihr immer in den Livestreams auch dabei wart. Ich bedanke mich bei allen Unterstützern, die im Livestream auch immer Bits cheeren, Abos dalassen. Und natürlich auch bei allen, die immer fleißig kommentieren. Es gibt ja wirklich Zuschauer, die alle Videos kommentieren. Das ist ja der Wahnsinn. Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich wahnsinnig bei euch allen. Und ich hoffe, das nächste Jahr wird mindestens genauso geil, was Spiele angeht. Und was Sardis angeht, wie das letzte Jahr. Weil das letzte Jahr, was Sardis angeht, fand ich schon ziemlich geil. Das nächste wird bestimmt noch geiler. Also dieses Jahr, dieses neue Jahr, also das nächste sowieso, aber 2022 meine ich, wird bestimmt auch geiler als das Jahr davor, was da das angeht. Der Hammer, Wahnsinn. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.